meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es gibt das letzte Aufgebraucht-Video für das Jahr 2018. Es ist nicht ganz so viel leer geworden wie gedacht. Irgendwie kam ich im Dezember einfach zu gar nichts gefühlt. Das meine ich auch in meinen Project Pants, aber um die geht es heute nicht, sondern einfach nur um den Beauty-Müll, den ich aufgebraucht habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, 2018 ist jetzt komplett durch. Ich habe noch ein bisschen was aufgebraucht und das ist aus meinen Projekten, von meinem Adventskalender. Und ja, fangen wir an mit einem Haushaltsartikel, den ich aufgebraucht habe. Und zwar sind das Taschentücher von Soft und Sicher. Das sind die Recycling-Dinger. Ich habe hier auch nur noch diesen Verschluss, also von einer neuen Packung, aber die alte ist leer. Und ja, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Sie sind sogar vierlagig und die ersetzen jetzt meine Kosmetiktücher einfach, weil sie halt mehr aufsaugen und davon dann nicht ganz so viele drauf gehen wie bei den hier. Werden also wieder nachgekauft. Die Packung steht auch noch hier irgendwo rum und ja, ich bin zufrieden mit denen. So, machen wir noch weiter mit ein paar zufälligen Produkten. Zum einen habe ich Wattestäbchen aufgebracht von Evelyn. Das sind die, ja, ist quasi diese Nachfüllpackung. Ja, jetzt mit Papierschaft finde ich auch nicht so schlecht. Sie stehen in der alten Plastikbox. Die verwende ich dafür immer wieder und werden auch wieder nachgekauft, weil Q-Tips oder Wattestäbchen verwende ich immer mal wieder, wenn ich was ausbessern muss oder bei dem Meerschweinchen die Ohren sauber machen muss mal. Oder. Dafür werden sie wieder nachgekauft. Und auch wieder nachgekauft werden meine Kieselerdekapseln. Davon habe ich schon zwei Packungen wieder bei mir liegen. Ja, eine ist auch schon halb leer. Ich als Nahrungsergänzungsmittel ganz in Ordnung. Ist nichts Dramatisches. Ich stelle jetzt auch nicht unbedingt fest, dass meine Haare besser werden oder meine Haut. Nur bei meinen Nägeln merke ich es, dass sie durchaus länger wachsen. Beziehungsweise halt nicht so schnell Muschelbruch erleiden und auch nicht so schnell einreißen. Deswegen nehme ich es weiterhin. Und ja, ich komme mit einer Packung halt über einen Monat. Das ist dann in Ordnung. Machen wir weiter mit den Produkten aus meinem Adventskalender. Ich habe von meiner Freundin den Douglas Believe in Angels Kalender bekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich wollte mir eigentlich keinen Beauty-Kalender besorgen, weil ich mir gedacht habe, was eh genug. Und ja, dann habe ich den zum Geburtstag bekommen und ich habe auch schon einiges davon verwendet. Ein Produkt habe ich weitergegeben. Das war ein roter Nagellack an meine Freundin. Und einiges ist auch schon im Aufgebraucht gelandet. Wie zum Beispiel dieser Rollerball Parfüm von Anna Jake. Das heißt Tomo für sie. Ja, der Geruch war nicht meins. Ich habe es dann als Raumspray umfunktioniert. Ich habe ein bisschen die Kugel rausgepult und dann in einen leeren Raum frischer umgefüllt. Die dürfen jetzt schön auf dem Balkon stehen. Und ja, also es ist noch nicht ganz leer, aber mein Duft war es nicht. Und das ist bei Parfum halt leider ziemlich oft der Fall. Es ist einfach nicht zutreffend ist, aber es macht nichts. Ich habe eine Verwendung gefunden. Dann habe ich hier in diesem kleinen Tütchen eine Beauty-Kapsel war hier drin von Bella Pierre. Die hatte ich da drin, damit sie mir nicht verloren geht oder ich mich nicht noch dran schneide. Das war das Calm-Down-Serum. Es hat für zwei Anwendungen gelangt. Ist gut eingezogen und ja, hat die Haut
angenehm gepflegt. Aber mehr Unterschied konnte ich nicht feststellen, aber es liegt halt auch daran, dass ich nur eine Probe verwendet habe. Und ja, war in Ordnung, ist jetzt aber auch nicht in der Endabrechnung mit drin, diese Probe, weil ich glaube, hierfür dann einen Preis rauszufinden, wird tot. Dann ausprobiert habe ich von Star Skin eine Plumping and Hydrating Lip Mask verwendet. Ja, sie hat an dem Abend, an dem ich sie gemacht habe, einigermaßen gepflegt gewirkt. Über Nacht hat sich das Ergebnis dann wieder verflogen. Die Lippen waren danach immer noch recht trocken oder wieder trocken. Und ja, sie klebt allerdings besser als die von Isana, die ich mal hatte. Von daher, ja, würde ich sie mir einfach nicht nachkaufen. Zumal Star Skin eine koreanische Marke ist und da der Tierversuchsstatus auch immer wieder in Frage gestellt werden kann. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich zu 100% eine Bestätigung gesehen, dass die tierversuchsfrei sind. Und ja, es war ganz nett mal zum Ausprobieren, aber das war es auch. Dann war von Douglas der Eigenmarke eine Hydrating Mask enthalten. Das ist hier so ein Töpfchen gewesen und der Inhalt von 12 ml hat für, ich glaube, 4 Anwendungen gelangt, 4 bis 5. Ich frage mich, wie man davon eine komplett aufs Gesicht auftragen möchte, bis auf, dass es so fett im Gesicht oder so ist. Keine Ahnung, wie man das an einem Tag aufbrauchen soll. Ja, es war ganz angenehm. Die Haut hat sich danach gut angefühlt, sie hat nicht gespannt und das ist die Hauptsache. Nachkaufen werde ich sie mir allerdings nicht, weil dieses Prinzip nicht meins ist und ja, ich eh noch genug andere Masken habe. Dann waren noch drin von Hollywood Skin Augenpatches, die geglitzert haben. Ja. Irgendwie habe ich keinen Unterschied an meinen Augen festgestellt. Sie klebten einigermaßen gut, bis dann irgendwann sie meinten, abgehen zu müssen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von diesen Augenpatches, weil ich echt das Gefühl habe, sie bringen bei mir gar nichts. Und waren lustig anzusehen, weil sie geglitzert haben, mehr aber auch nicht. Und eine andere Maske von Star Skin war die 7 Seconds Overnight Mask. Die war eigentlich ganz angenehm. Die Anwendung war quasi erstmal so ein bisschen massieren, 7 Sekunden lang, und dann das Serum auftragen mit so einem kleinen, ja, Schwämmchen quasi. Und das ging über Nacht echt gut. Ich hatte sie aufgetragen und bis ich dann im Bett war, war die Hälfte quasi schon eingezogen. Da hatte ich also nicht das Gefühl, dass gleich mein ganzes Kopfkissen voller Maske ist. Von daher ist die Anwendung echt nicht schlecht. Aber auch hier muss ich sagen, sind mir auch die Star Skin Masken einfach zu teuer für eine Einfachanwendung. Und ja, ich bin eh nicht so der mit Masken ins Bett gehe. Aber ansonsten war sie halt echt nicht schlecht. Hat sich nicht schlecht angefühlt. Die Haut hat danach auch nicht geschwemmt am nächsten Tag. Also zum Ausprobieren, ja. Wenn man sie irgendwo mal kriegt, in Ordnung. Aber mehr halt für mich auch nicht. Und das letzte Produkt, was aus dem Adventskalender leer gegangen ist, war diese Maske von Facelove. Das war eine Tuchmaske, die leicht nach Zimt gerochen hat und diesen wunderschönen Weihnachtsmann aufgedruckt hatte. Ja, ich und Tuchmasken, wer den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich kein Tuchmasken-Fan bin. Und diese war hier sehr nass und ich muss sagen, die Augenschlitze
Und gerade der Mundschlitz war sehr, sehr klein. Der Rest der Maske hing bei mir sogar bis hier runter auf den Hals. Ja, Passform also definitiv nicht meins. Die Haut hat sich danach auch zwar einigermaßen angenehm angefühlt, aber auch dieser Duft von Zimt war für mich ein bisschen überfällig. Also muss ich wirklich sagen, fand ich jetzt nicht wirklich entspannend, aber ja. Es ist okay für im Kalender, es hätte größerer Müll quasi auch drin sein können, aber ja. Liegt vielleicht aber auch einfach an meiner Einstellung gegenüber von Tuchmasken. Leer gegangen sind diese zwei Produkte von Tarte. Die waren in einem Pflegeset. Wie der genaue Titel vom Pflegeset ist, blende ich euch hier nochmal ein. Ich habe ihn gerade vergessen. Da war auch noch die Hydro Gel Tagespflege dabei. Und ja, zum einen ist der Maracuja Sea Brightener Eye Treatment leer gegangen. Das war halt eine normale Augencreme, wirklich einen aufhellenden Effekt habe ich nicht festgestellt für unter den Augen. Kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich sie ab und zu mal einfach komplett vergessen habe für mehrere Wochen. Und ja, war in Ordnung, würde ich mir aber halt nicht nachkaufen, weil ich noch genug andere Augencremes habe. Und dann schaue ich, dass ich wieder irgendwie eine kleine Größe kriege, weil ich brauche für Augencreme echt lange. Das andere Produkt war das Maracuja Oil. Ja, das wurde eine Zeit lang sehr gehypt unter den Skincare-Produkten und das wollte ich halt ausprobieren und habe mir deswegen das Set bestellt, weil hier sind 7 Milliliter drin und ich habe für das Set, ich glaube, 15 Euro oder so bezahlt. Und dachte mir, dafür ist das Testen echt nicht schlecht, weil normalerweise 15 Euro die Travel Size gekostet hat und ja, ich so gleich noch ein paar mehr Produkte ausprobieren konnte. Ich habe festgestellt, dass Öl für mich zu viel für die Pflege ist. Einfach oft vergesse ich sie einfach und meine Haut braucht auch echt nicht so viel Pflege, zurzeit nicht. Dass es ein Öl rechtfertigen würde, es ist halt ein extra Schritt, den ich machen würde, den ich aber halt nicht brauche. Und ja, deswegen werde ich es mir wohl nicht nachkaufen. Allerdings muss ich ja auch sagen, die 7 Milliliter haben echt lange gehalten. Also wer mal dieses Öl ausprobieren möchte, sollte sich das Set holen. Einfach um eine kleine Größe zu haben. Die Augencreme kann man für unterwegs verwenden. Genauso wie die Tagescreme. Und hat halt nicht gleich irgendwie 15 Milliliter von dem Öl in den Sand gesetzt oder so. Dann noch leer gegangen ist von Detox die Aqua Moisture Gesichtspflege mit Rhabarber und Gurkenextrakt. Wie sie genau war, kann ich nicht mehr sagen, weil die Anfang des Monats leer gegangen ist. Das hat mich aber halt auch nicht von den Socken gehauen, sonst wüsste ich es. Ja, Probe hat sehr lange gehalten. Hier ist auch immer noch ein Rest. Und ja, ich weiß halt nicht mehr, wie ich sie fand. Und dann noch leer gegangen ist von Balea die Pflegecreme Sweet Mango. Das war eine Summer LE. Ein ganz kleiner Rest ist auch noch da. Hier. Ja, riecht echt geil. Zwar nach künstlicher Mango, aber finde ich sehr angenehm vom Duft her. Von der Pflegewirkung, naja, da gibt es deutlich Besseres. Für raue Ellenbogen bestimmt super, aber für mich auch nicht. Deswegen werde ich sie einfach nicht nachkaufen. Ein Töpfchen habe ich noch, weil ich mir in der Sommerallee gesagt habe, nimm mit den Scheiß. Deswegen bin ich froh, wenn ich jetzt mit dem letzten Döschen anfangen kann. Und dann, ja, sage ich Tschüssi und kaufen wir meine vernünftige Tagescreme wieder nach. Dann leer gegangen ist von Isana der Clean and Care ölfreier Micellen Augen-Make-up-Entferner. Das ist der normale, halt ohne Öl. Ist für Riva de Luke gekommen. Den fand ich damals echt gut. Und ja,
werde ich einfach nicht nachkaufen. Ich werde nicht mit ihm warm. Er hat auch nicht wirklich gut mein Augen-Make-up entfernt, muss ich sagen. Obwohl ich keine wasserfeste Mascara getragen habe, ging die einfach nicht ab. Mein Eyeliner ging auch nicht gut ab und ich hatte halt immer noch übelste Ränder hier am Auge über. Und ja, ich möchte den alten wieder, aber ja, kriege ich nicht. Deswegen probiere ich mich einfach nochmal durch, was die Drogerie noch an Make-up-Entferner hat. Und dann muss ich mich entscheiden, welchen ich behalte. Wie hatte ich das Deal? Egal. Dann leer gegangen von Balea ist das Deodorant ohne Aluminium Caribbean Love. Das riecht echt geil. So leicht nach Pfirsich, Mango in die Richtung. Es soll wohl nach Kokos und Guave riechen. Ja, eine Tube davon habe ich noch. Ich habe jetzt allerdings auch festgestellt, dass es an wirklich warmen Tagen, beziehungsweise wenn ich im warmen Raum sitze, dann doch schneller wieder flöten geht. Und ja, werde ich wohl nochmal ein bisschen in der Drogerie schauen, was ich dann für ein Deo verwende. Zurzeit verwende ich eins von CD und finde das eigentlich echt nicht schlecht. Vielleicht bleibe ich bei dem, aber wenn ich jetzt mal sage, ich brauche ein günstiges für den Sport, würde ich zu dem von Balea greifen. Ob es jetzt nun diese Duftrichtung ist oder eine andere, das weiß ich noch nicht, aber für 55 Cent sind die echt nicht schlecht. Dann leer gegangen aus meinem aktuellen Skincare-Projekt von Balea, das Shampoo Feuchtigkeit mit Mango-Duft. Ja, jetzt über die Feiertage ist es halt leer gegangen und da habe ich festgestellt, dass es nicht ganz mehr das ist, was meine Haare brauchen. Und deswegen werde ich es mir einfach nicht nachkaufen. Ich habe noch andere Shampoos, die jetzt leer gehen sollen, damit ich dann in geraumer Zeit zu festem Shampoo übergreifen möchte, kann. Das möchte ich halt ausprobieren und ja, es ist okay. Aber irgendwie, entweder habe ich es nicht richtig ausgespült oder meine Haare mögen es einfach nicht mehr. Kommen wir noch zu einem ja nicht dekorativen Produkt. Und zwar habe ich hier eine Parfümprobe von Gucci Guilty endlich mal aufgebraucht. Duft ist okay, aber will ich mir halt nicht nachkaufen. Generell weiß ich nicht, ob ich Parfüm nicht einfach komplett aufbrauche und dann nicht mehr nachkaufe. Aber es kann sich auch mal ändern. Und ja, ich habe noch ein paar andere Proben. Mal schauen, wann die leer gehen. So, kommen wir zur dekorativen Kosmetik und da ist einmal von MAC die False Lashes Extreme Black Mascara leer gegangen. Das war eine Probe, die ich mal bei einer Bestellung von MAC oder bei einer Douglas Bestellung dabei mit hatte. Sie ist in Ordnung gewesen. So sieht das Bürstchen aus. Nichts Spektakuläres. Sie hat auch nicht viel mit den Wimpern gemacht. Einfach nur schön lang und schwarz. Das war's. Würde ich mir einfach nicht nachkaufen, weil ich generell keine MAC-Produkte mehr kaufe. Die, die ich habe, verwende ich noch. Aber ja, das war's dann mit der. War in Ordnung, war in der Handtasche, falls ich mein Mascara vergessen habe. Passiert und ja, eine Mascara weniger. Dann kommen wir jetzt zu Produkten aus meinem Project Pants. Zum einen habe ich von Essence den Kiss Care Love Lip Balm aufgebraucht. So sieht er jetzt aus. Ein bisschen Pflege kann man wohl noch kommen, aber das ist mir jetzt der Aufwand nicht wert. Er hat geschimmert auf den Lippen und das fand ich einfach beschissen. Also es hat mich nicht gestört. Ich konnte ihn halt dann nicht über einen Lippenstift drüber machen oder es sah einfach komisch aus. Werde ich nicht nachkaufen. Bin auch echt froh, dass er leer ist. Dann leer gegangen ist aus meinem 25x25 Project Pen mein Lottie London Augenbrauenstift. Das ist der mit der dünne Mine in der Farbe Light.
Ja, Swatch kriege ich noch raus. So sieht die Farbe aus. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich den nachkaufen werde. Ich gucke nochmal, ob sie die etwas breiteren haben, weil ich finde die doch ein kleines bisschen angenehmer, aber sonst war die Farbe auch total in Ordnung. Er hat auch recht lange gehalten und ja, wäre eine Alternative zu dem von Urban Decay. Dann leer gegangen ist ein Lidschatten und zwar nicht der original in diesem Pfännchen war, sondern von Makeup Revolution die Farbe Oak aus der Flawless Matte Palette. Ja, den hatte ich umgefüllt, damit ich die Palette nicht immer mitschleppen muss. Und ja, er ist jetzt leer. Ich bin froh darüber, dass dort in der Palette endlich mal ein Pfännchen leer ist und ich dort mehr Verwendung rausbekommen habe. Der ist auch nicht in der Preisendabrechnung enthalten, weil ich zähle jetzt nicht die Palettenkosten durch die Lidschatten. Das wäre einfach zu viel. Und aussortieren werde ich von Trended Up den Graceful Femininity Eyeliner in der Farbe 020. So sieht er aus. Er ist pupstrocken geworden. Ich habe versucht, einen Eyeliner damit zu ziehen und das ging gar nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kommt er weg. Und sehr schade, weil die Farbe war echt schön. Ich versuche mal noch einen Swatch rauszukriegen. Ja, so sieht die Farbe aus. War echt schön, war auch mal was anderes zu dem Schwarzen, aber ja, er ist halt jetzt trocken. Ich kriege damit keinen Lidstrich mehr hin und dann ist es mir jetzt auch die Mühe nicht mehr wert. Ich werde ihn einfach entsorgen und mir dann einfach mit Lidschattenbunte Eyeliner ziehen. Gang von Essence ist der Ultra Strong Nail Hardener. Der war beim Project Polish. Ein bisschen hat er geholfen, dass die Nägel nicht so schnell brechen. Da kann auch die Kieselerde mit geholfen haben. Dann leer gegangen ist von Sticker Gigant das Set Mitternachts Gold hier. Blende ich euch mal ein Tragebild ein. Ja, die sind echt angenehm, wenn man mal Designs haben möchte und nicht so talentiert ist dafür. Und halt nicht die ganzen Nägel machen möchte, sondern nur einen. Das geht dann auch gut noch mit der anderen Hand. Und ja, ich habe noch ein paar, weil ich mir den Adventskalender geholt habe. So knapp 20 habe ich bestimmt noch, plus die anderen Folien. Deswegen versuche ich die jetzt demnächst einfach mal so ein bisschen aufzubrauchen. Und ja, sind halt ganz nett. Und vielleicht auch mal was zu verschenken, wenn man jemanden eine Freude machen möchte oder einfach irgendwie ein Goodie braucht. So, das waren jetzt meine aufgebrauchten Produkte. Ich habe noch zwei aussortierte, die ich ja jetzt in den ewigen Jagdgrund schicken werde. Zum einen ist das von Makeup Revolution. Die war quasi meine Face Palette für das Jahr. Die Ultra Contour Palette und so sieht sie jetzt aus. Der Inhalt hier war der Konturton, mit dem das bei mir am besten noch funktioniert hat. Den allerletzten Rest habe ich umgefüllt in einem anderen Pfännchen, damit ich dort mit großem Pinsel besser rankomme. Das rosa Puder habe ich für unter den Augen verwendet und ist halt jetzt komplett leer. Und den pinken Highlighter habe ich auch noch den letzten Rest gerettet und gemischt. Mit den zwei war das ganz gut getragen, außer allerdings hängt mein Herz nicht an den beiden Highlightern und deswegen wird sie jetzt aussortiert. Ja, sie ist auch schon einiges alt, die 12 Monate hat sich schon längst überschritten. Deswegen werde ich sie jetzt aussortieren und ja, ich bin allerdings froh, dass ich doch so viel Schaden an ihr gemacht habe. Und eine andere Palette wird auch wegen altersbedingt meine Sammlung verlassen. Und zwar ist das von I Heart Makeup. Ich glaube, die heißen jetzt I Heart Revolution. Die Chocolate Weiß Palette. Und die Palette sieht jetzt so aus.
den Setting-Ton habe ich komplett aufgebraucht. Ich wollte auch den aufbrauchen oder zur Hälfte, aber hier kommt einfach überhaupt keine Farbe mehr ab. Und ja, das hat halt nicht funktioniert. Ich habe noch genug Highlighter in dem Farbton und in allen Schimmerlidschatten habe ich das Fännchen erreicht. Und das hat mir gelangt. Und deswegen wird sie jetzt gehen. Ich habe noch genug andere Paletten in so einem Farbschema, deswegen werde ich die nicht trauern. Und ja, ich bin froh, dass eine Palette weniger bei mir rumfliegt. Ich habe, finde ich, auch gute Verwendung rausbekommen, aber sie wird halt jetzt langsam echt alt. Und wenn man bedenkt, dass hier gar keine Farbe abkommt, ist das ein Zeichen. So, das war es jetzt auch endgültig mit dem Video. Die beiden letzten Paletten sind auch nicht in der Endabrechnung enthalten. Und aufgebraucht habe ich diesen Monat so viel. Und ja, nächstes Jahr wird die Serie weitergeführt. Aufgebraucht-Videos kommen mir immer gut an. Ich gucke sie auch selber gerne. Da wird dann auch konsequenter mitgeführt, wie viel ich aufgebraucht habe. Und ja, mehr über Aufgebraucht-Videos oder so gibt es dann in einem zukünftigen Video über meine Pläne für 2019, denke ich mal. Und ja, ich sage jetzt Tschüssi und wünsche noch einen angenehmen Tag. Bis dann!